Buongiorno, 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 meine Schalker-Freunde, Sportskameraden und YouTube-Freunde. Hier ist der Schalker wieder. Ja, der achte Neuzugang ist unter Dach und Fach. Marius Bülter von Union Berlin, 28 Jahre. Die Ablöse beträgt circa 800.000 Euro, so wie ich es gelesen habe, kriegt ein Dreijahresvertrag. Ja, mit dem Marius Bülter habe ich überhaupt nicht gerechnet, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, in den Medien kam das auch nicht vor, aber ich war heute überrascht. Steh auf, lese, oh, ach, der Neuzugang, wow. Ich weiß, dass viele sagen, boah, was willst du mit dem? Nein. Der Schröder, unser Rufen Schröder, sagt auch, er passt charakterlich zu uns auf Schalke. Und das ist ja, was unsere Leute jetzt machen, wie der Knebel, der Schröder und der Elgert ist ja auch noch in der Hinterhand, dass sie Spieler zu Schalke holen, die auch Lust haben, auf Schalke zu spielen, die Bock haben auf unseren Verein, die auch diese Mentalität mitbringen müssen, richtig Bock auf Schalke zu haben, die uns auch Fans verstehen wollen. Und charakterlich muss er auch zu unserem Verein passen. Und das ist das Augenmerk, denke ich mal, der unseren Verantwortlichen, dass sie darauf achten. Das ist sehr wichtig. Wie oft haben wir gesagt, wir Fans, meine Güte, wir brauchen eine charakterliche Mannschaft, die wirklich weiß, wenn sie auf Schalke spielen oder sagen wir für unseren Verein spielen, und die müssen auch richtig wissen, hey, ich spiele für so einen geilen Club, für so geile Fans und ich muss mich auch mit dem Verein identifizieren können. So, und das ist das Augenmerk, aber ihr wisst Bescheid, auf was die Verantwortlichen zielen. Du musst eine Mannschaft auf dem Platz haben, die Charakter hat. So, und das ist ja, was jetzt der Schröder und der Knebel und der Elgert in der Hinterhand ihr wisst Bescheid, machen. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Und der Schröder ist ja überbülter, sagte er, er ist ein großer, dynamischer Spieler, der auch eine starke Physis hat. Das ist auch sehr wichtig für die zweite Liga. 28 Jahre ist ein erfahrener Spieler. Er hat ja bei Union Berlin, er hat vorher auch bei Magdeburg gespielt, dann wurde er ausgeliehen von Union Berlin, dann haben sie die Kaufoption genommen und jetzt hat sich den Schalke geholt. Ist okay, seine Hauptposition ist links außen, aber seine Nebenposition, was ich jedes Mal sage, ich liebe es, wenn Spieler mehrere Positionen spielen können, dann sage ich tausendmal, tausendmal, tausendmal. Er kann auch über die andere Seite, über die Rechtsaußen spielen und er kann auch die hängende Spitze spielen. Und das ist jetzt schon mal gut für den Gramotzis, dass der achte Neuzugang mit ins Trainingslager geht, sich schon mal vorbereiten können auf seine Spielweise. Die Spieler können sich noch besser kennenlernen, beziehungsweise die neuen Spieler ist ja wichtig. Und dann geht's los am 23. Juli gegen den HSV. Und da freue ich mich schon riesig auf das Spiel. Deswegen sagen wir mal, Marius Bülter, herzlich willkommen beim geilsten Club der Welt, beim FC Schalke 04. Du wirst es nicht bereuen, wenn die Fans wieder im Stadion gehen, auch für die neuen Spieler, dann werdet ihr sehen, was für eine geile Unterstützung ihr von uns Fans kriegt. Da wird die Arena explodieren, da wird ihr Gänsehaut kriegen auf dem Platz und dann wird ihr von alleine laufen. Für uns Fans, für unseren Verein. So, Marius Büttler, herzlich willkommen auch beim FC Schalke 04. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem Transfer sagt. Ich sage, ist okay. Ich sage jetzt nicht, boah, scheiße, nein. Wir brauchen charakterliche Spieler, die für unseren Verein brennen, die auch für uns Fans brennen, die sich auch mit Schalke identifiziert. Und bisher haben sie die Spieler geholt, die auch charakterlich zu unserem Verein passen. Ob das alles sofort funktioniert, werden wir ja sehen, wenn die Saison anfängt. Aber bitte, Fans, gibt dieser neuen Mannschaft
wirklich Zeit, sich zu finden, dann werden wir auch den Erfolg haben. So, das war's. Ich bereite mich für heute Abend vor auf mein Italien gegen Österreich, Achtelfinale, 21 Uhr. So, drückt mir die Daumen. Dann viel Spaß, schönes Wochenende, viel Spaß beim Spiel Italien gegen Österreich. So, ich grüße euch, euer Schalker und heute Abend Italo Schalker. Ciao.